100.000 Kilometer ohne Wartung fahren, das versprechen mittlerweile einige E-Auto-Hersteller. Ob das sinnvoll ist, ob ein Elektroauto wirklich so wartungsarm ist und euch eine Menge Geld spart oder ob es doch versteckte Wartungskosten gibt, das schauen wir uns heute an hier bei Unter Strom. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. So ein Verbrenner hat jede Menge Betriebsflüssigkeiten und Verschleißteile, die regelmäßig ausgetauscht und gewartet werden müssen, damit das Auto zuverlässig und sicher fährt. Motoröl, Zahnriemen, Zündkerzen und Ölfilter zum Beispiel. Alles Teile, die ein Elektroauto aber schlichtweg nicht mehr besitzt. Wir wollen heute der Frage auf den Grund gehen, wie die Wartung bei einem E-Auto aussieht, ob es günstiger ist und auch einfacher als bei einem Verbrenner, das wird ja oft behauptet. Und dazu sprechen wir heute mit Matthias Vogt vom ADAC. Und zum Schluss habe ich noch einen Tipp für euch, über den sich euer Sparschwein freuen wird, egal wie ihr unterwegs seid. Ein Fahrzeug fachmännisch zu pflegen und instand zu halten, ist wichtig, egal ob elektrisch oder nicht. Und dazu gehört, dass Betriebsflüssigkeiten und Verschleißteile ausgetauscht werden und wichtige Baugruppen geprüft werden, wie zum Beispiel das Fahrwerk mit seinen zahlreichen Gelenken und selbstverständlich auch die Bremse. Bei einer Wartung wird das Fahrzeug dann noch auf Schäden untersucht, die durch äußere Einflüsse oder die Nutzung entstehen, zum Beispiel an Reifen, Bremsschläuchen und der Karosserie. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, was bei einer Wartung geprüft wird, welche Verschleißteile bei einem Verbrenner wie lange halten und welche Kosten dann auf euch zukommen, füge ich euch nochmal einen Link in der Videobeschreibung ein. Bei einem Elektroauto hingegen gibt es weniger bewegliche Teile als bei einem Verbrenner, sodass einige Wartungsarbeiten wegfallen. Also kein Ölwechsel mehr, kein Austausch von Kraftstoff und Luftfilter mehr und auch kein präventiver Austausch des Zahnriemens. Und weil ein Elektroauto auch keine Abgase produziert, fällt im Rahmen der Hauptuntersuchung auch die Abgasuntersuchung weg. Und gerade weil viele dieser Wartungsposten beim Elektroauto wegfallen und es die Wartung dadurch einfacher macht, sollte diese dann natürlich auch billiger sein. Das freut uns dann natürlich. Hallo Marie. Hallo Matthias. Es gibt ja auch weiterhin Dinge, die regelmäßig gewartet werden müssen. Richtig, Bremsen hat natürlich auch ein Elektroauto, selbst wenn sie wegen der Rekuperation deutlich seltener benutzt werden und deswegen auch viel langsamer verschleißen. Bei den Bremsen solltet ihr auch aufpassen, dass ihr diese nicht zu selten benutzt, denn dann korrodieren diese schneller. Mehr Infos zu diesem Thema findet ihr in unserer Folge zur Rekuperation und die gibt es oben in der Infokarte. Ja, und ein Elektroauto hat natürlich auch Bremsflüssigkeit, die regelmäßig geprüft bzw. gewechselt werden muss. Und dann gibt es noch weitere Baugruppen, wie beim Verbrenner auch, die Beleuchtung beispielsweise, das Fahrwerk, der Innenraum, Luftfilter, die Reifen, die Karosserie oder der Lack, die in der täglichen Nutzung beschädigt werden könnten und deswegen regelmäßig von professioneller Seite geprüft werden sollten. Und dann gibt es beim Elektroauto ja noch ein ganz wichtiges Bauteil, nämlich das Herzstück, die Batterie. Ja, bei der Batterie und auch den Hochvoltkabeln ist es so, dass im Wesentlichen eine Sichtprüfung stattfindet auf Beschädigung. Und vereinzelt gibt es auch manche Fahrzeugmodelle, bei denen dann mittels Diagnosesystem die Batteriedaten ausgelesen werden. Apropos Batterie, wir haben ja schon gelernt, dass eine Batterie nicht zu heiß und nicht zu kalt werden darf. Und deshalb haben die meisten Elektroautos auch Kühlmittel. Und das muss natürlich alle paar Jahre getauscht werden. Ja, und natürlich prüft eine Werkstatt auch bei einem Elektroauto auf Undichtheiten. Weil natürlich dort weniger Flüssigkeiten sind und das Risiko einer Undichtheit deutlich geringer ist bei einem Elektrofahrzeug. Ihr seht also, ja, der Inspektionsumfang bei einem E-Auto ist deutlich geringer und sollte dadurch natürlich auch günstiger sein. Wie sind denn eure Erfahrungen mit der Inspektion eures Elektroautos? War es günstig oder wurdet ihr negativ überrascht? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Mittlerweile gibt es ja auch einige Hersteller, die den Service gar nicht mehr als Bedingung haben, sondern nur noch eine Empfehlung dafür aussprechen. Ja, richtig. Und ein Hersteller geht sogar so weit, dass er sagt, der erste Service ist erst bei 100.000 Kilometer fällig. Hört sich natürlich erstmal toll an und freut den Geldbeutel. Aber man muss sich dann schon fragen, ob das aus Gründen der Verkehrssicherheit wirklich sinnvoll ist. Und deshalb sollte sich jeder kritisch fragen, ob es wirklich zielführend ist, damit so lange zu warten. Denn die eigene Sicherheit sollte einem das auf jeden Fall wert sein. Ich hatte euch ja zu Beginn unserer Folge versprochen, dass wir noch einen Tipp für euch haben. Und der lautet: Holt euch mehrere Kostenvoranschläge von Werkstätten ein und entscheidet euch dann für die günstigste, egal ob ihr ein Elektroauto oder einen Verbrenner fahrt. Allerdings, denn wir haben festgestellt, dass sich die Wartungskosten, die Arbeitspauschalen oder die Stundensätze für ein und denselben Wartungsumfang teils gravierend zwischen den Werkstätten unterscheiden. Manchmal hat man da sogar den Eindruck, dass sich
Manche Werkstätten versuchen, den entfallenen Ölwechseln auf der anderen Seite bei den E-Autos zu kompensieren. Und so etwas fällt dann natürlich bei diesem Kostenvergleich auf. Vielen Dank für deine Insights, Matthias. Sehr gerne. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Wartung eines Elektroautos tatsächlich einfacher ist als die eines Verbrenners und dadurch auch günstiger sein sollte. Und eine regelmäßige Wartung ist auch dann zu empfehlen, selbst wenn es der Hersteller innerhalb der Garantie nicht vorschreibt. Holt ihr euch Vergleichsangebote ein? Wenn ja, wie viel konntet ihr da schon rausholen? Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich wie immer über eure Fragen, Anregungen und Kommentare und natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, über ein Like oder ein Abo. In diesem Sinne, macht es gut und bis nächste Woche.